Also, wie lautet der Plan? Kaputt machen? Lancer, du bist im Zug. Ich will, dass du den Sturmjäger zur Bahnstation bei Projekte Japa bringst. Ja. Caesar, du und ich fliegen mit dem Sturmjäger mitten ins Herz des Blizzards. Dann spürst du mit seiner Ausrüstung den Blizzard-Kern auf. Wenn du ihn hast, schalte ich ihn aus. Ich fahre. Nein. Okay. Sobald der Blizzard-Kern erledigt ist, greifen wir an. Sargento, du führst die Bodentruppen an. Wir übernehmen den Tower. Du kannst auf mich zählen, Rico. Sheldon, kannst du einen Heli fliegen, ohne abzustürzen? Wird nicht frech. Du fliegst den Kommandohubschrauber. Er, Sheldon, fliegt wieder. Verschaff Mira einen guten Überblick. Mira, dir gehört die Armee. Sobald wir den Tower kontrollieren, musst du den Start aufhalten. Wichtig ist, dass der Kern auf dem Berg bleibt. Das wird schwierig. Lust auf einen Heliflug? Könnte spaßig werden. Projekt IAPA endet heute. Ja! Nimm noch Just Cause 4. Wuhu! Was ist mit Espinosa? Espinosa gehört mir. Ja, ich bin Böses Rico. Ja, die geht hier zu Rico. Mann. Das würde zu schweren, inakzeptablen Verlusten bei der Schwarzen Hand führen. Ich bestehe auch nur auf dieser Option, weil sich ein schwer bewaffneter Pöbel vor meiner Tür befindet. Ich kann den Berg verteidigen. Sie haben alle anderen Einrichtungen verloren. Das Volk von Solis rebelliert ganz offen zum ersten Mal seit 500 Jahren. Rodriguez' Armee des Chaos kontrolliert den Großteil der Insel. Projekt IAPA sollte das Vermächtnis der Espinosas krönen. Unbezahlbare Technologie, die unseren Reichtum wiederherstellt. Der Sturmkern ist jetzt alles, was zählt. Tun Sie Ihr Bestes. Wenn das also nicht reicht, bin ich zum Schlimmsten gezwungen. Ach, wie romantisch. Wie zum Schlimmsten gezwungen, ich werde ins Kloster gehen. Sargento, schau, ob alle bereit sind. An alle, bitte melden. Der Kommando-Heli ist bereit. Wir halten dir den Rücken frei, Kleiner. Caesar hier, der Sturmjäger ist soweit. War einer drin? Hier, Lancer, der Schneestachel ist unterwegs Richtung Iyapa. War einer drin? Bleibt wachsam, Leute. Shit! Es ist fast erledigt. Aber er wird sich nicht ohne einen Kampf ergeben. Wir aber auch nicht. Er darf den Kern nicht starten. Laut meiner Anzeige erreicht der Blizzard-Kern von IAPA die maximale Ausgangsleistung. An alle Flugeinheiten, haltet Abstand, bis Rico den Sturm im Griff hat. Nähere mich der Estación IAPA. Macht eure Waffen bereit, Leute. Onkel, wieso machst du langsamer? Sie haben die Stromversorgung der Strecke abgeschaltet. Ich sitze fest. Aber nicht mehr lange. Sheldon, mir nach. Ich bin hinter dir, Kleiner. Heizen wir ihn ordentlich ein. Rico, ich habe da unten zwei Sicherungen entdeckt. Ich kümmere mich um sie. Ja, und wo wieder... Schieß nicht mal auf mich, du Pisser. Ach, mal wieder Nebelziel oder was? So. Dann wechsel doch die Waffe, Mann! Lancer,
Panzer? Ja, der Zug ist wieder online. Wir kommen. Okay. Habe ich jetzt was falsch gemacht? Viel Glück, Rico. Cesar. Bin bereit, Rico. Na dann los. Kein Panzer als Eskorte, oder? Ich hab Sitzheizung eingebaut. Ziemlich cool, oder? Ich fühl mich gleich tot. Panzer, da ist was vor dir. Ich wollte es nur erwähnt haben. Wie hält das Ding was aus? Wird man immer verteidigt? Ich raste aus. Mira, Cesar hier. Rico und ich sind unterwegs nach Iapa. Der Sturm wird immer heftiger. Wir wissen, nein! Wie weit Espinosa mit dem Start seines mobilen Kerns ist. Ihr müsst diesen Blizzard beenden. Viel Glück, Freunde. Oh, daran geht dort Stich. Mann! So scheiße. Ach ja, aber da vorne hält es dann an. Ja, ist okay. Ja, vor allem, wir können den Kühlschrank nicht umfahren. Wir können den Kühlschrank nicht umfahren. Könnt ihr mal aufpassen? Verpiss dich doch, Oma. Ja, man steht dann mit dem Weg rum. Blöde Kuh. Laut meiner Anzeige gibt es massive Spannungsspitzen in der Anlage, Rico. Wir haben die Ionenspule. Konzentrier du dich darauf, den Blizzard-Kern für mich zu finden. Wir sind noch zu weit weg. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Das ist total verrückt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, ein Mensch kann sowas nicht erschaffen. Das ist nicht lustig, Rico. Da kommt die Basis. Weißt du, wo der Kern ist? Drinnen, hinter diesen Türen. Wir müssen einen Weg hineinfinden. Ich kümmere mich drum. Izzy? Wegen des Sturms sind die Energiesignaturen kaum zu erkennen. Ich kann dir nur grob sagen, wo du hin musst. Das reicht mir schon. Gegner befindet sich in einem Landfahrzeug. Au! Wo könnte das jetzt sein? Da steckt ein Blitz ein. Oder auch nicht. Das müsste doch hier irgendwo sein. Ich weiß halt, Generatoren zu öffnen, um das Haupttür zu öffnen. Da auf dem Dach sein. Ne, hier auf jeden Fall schon mal nett. Ich bin unterm Gebäude! Bestätigt. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt wiederherstellen. Oh Gott, ja, genau. Da kommt der jetzt vorbei, der zu fett ist, oder? Wobei, da wo das Ding war. Ah, das ist ein Tor, ja klar. Ja, logisch. Aber
ein Generator übrig. Hab ich. Da ist er ja. War noch raus mit dir beim Kind. Cäsar, sind die Türen offen? Ja, sieht so aus. Und ich habe den Kern geortet. Also los, rein mit dir. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Lauf doch drauf. Feindkontakt. Was will ich denn sichern, der Mauer, oder? Feuer nach eigenem Ermessen. Ich bin drin. Sehr gut. Folge einfach den Korridoren. Am Ende müsste ein Aufzug sein. Der Blizzard-Kern ist tief unter dem Berg begraben. Ihre scheiß kleine MP, die kein Damage zieht. Weiter komme ich nicht. Es gibt keinen anderen Weg, Rico. Der Aufzug ist im nächsten Raum. Du musst irgendwie da durchkommen. Jede Tür hat auch eine Türklinke, Cäsar. Oh Mann! Stimmt! Die Konsole vielleicht? Wo? Da. Schön für dich. Heieieiei. Schließmechanismus rechts ist offen. Da ist noch Munition, sehr gut. So. Deaktiviere den linken Schließmechanismus. Explosion! Pissbacke. Die du natürlich überlebst. So. Cäsar, ich bin im Aufzug und fahre runter. Wow! Was ist los? Du wirfst gleich einen Blick hinter den Vorhang. Ich wünschte, ich wäre mit dir da drin. Zieh dich zurück, Cäsar. Ich komme jetzt schon alleine klar. Gegner hat Angriffe eingestellt. Erreichen den Blizzard-Kern. Das hört sich jetzt aber nicht so einfach an. Mira, ich habe den Blizzard-Kern gefunden. Sehr gut. Bevor du das Virus aufspielst, musst du die vier Stabilisatoren an der Ummantelung des Kerns ausschalten. Alles ja, klar. Wo? Hopp. Quatsch nicht. Ich wollte gerade sagen, das hört sich nicht gut an. Die Idee von dem, von der Waffe in Anführungszeichen, von der Maschine ist schon geil. Überall Regeln irgendwo machen lassen. Das wäre natürlich schon fett. Wenn man der Natur sehr, sehr zugutekommen oder gerade im Winter einfach herkommen, ein bisschen bewölkt mehr machen, damit der Planet wieder runterkühlt und so Scheiße, ne? Der Gedanke wäre halt nicht. Klappe, er ist abgehauen.
Oder will ein Endfight. Die Armee des Chaos rückt vor, aber wir werden nicht rechtzeitig da sein, um den Start zu verhindern. Wenn ich die Energieversorgung des Kerns unterbreche, wird das den Start aufhalten? Es ist einen Versuch wert. Gib's ihm, Rico. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Wohin? Petritel Japa. Ach, da. Okay. Da, wo wir am Anfang waren. Ach du Scheiße, ist das hier? Mira, wonach suche ich? Es gibt Turbinen, die Energie vom Aufbau in den Kern leiten. Leg sie frei und zerstöre sie. Ach so. Ja, ich dachte, ich muss sie rausziehen. Es geht nicht, oder? Kann man doch überlegen. An alle Einheiten der Schwarzen Hand. Weitere Informationen folgen. Er sitzt fest. Tötet ihn. Tötet ihn. Ich sitze fest? Ha. Wiedersehen. Hallo, wechsel doch die Waffe. Wie, ich hab dich nimmer. Jetzt verarsch mich aber nicht. Genau, und der Survival ist halt easy, oder was? Ich muss. Noch kurz verschnaufe? Ja, das ist richtig. Eine weniger. Denkst du jetzt nicht ernsthaft, dass ich dich nicht sehe, oder? Wow! Zurückzieher. Was an? Versuch ihn festzunageln! Feuer! Oh, das ist scheiße. Das sieht nach Spaß aus. Stimmt ja fast schon wieder mal. Was ist ein Dreck? Verreckt doch alle Häufer! Wir haben einen Feind im Gebiet! Nicht nur ein, mehrere. Unterschied. Eieieiei. So, geht's jetzt mal ganz kaputt, bitte? Zwei sind erledigt. Ab in den nächsten Stock, Rico. Nur noch eine Turbine.
Ah, ich muss da aber wieder rein. Ich dachte mir, wir können die Tür mal wieder aufmachen. Scheiße war's. So, ja, Rico, weißt, es wäre mal schön, wenn du jetzt auch... Ja, ist okay! Verdammt! Aber jetzt drauf zu gehen, ja. Oh, lad nach, Bro! Bro, lad nach! Achso, du hast schon deinen... Oh Gott. Bis dann. Ja, was anderes? Achso, die Schleier, ja, dann wechsel bitte. Der Typ nervt dahinter. Ich hab's nicht mehr viel Schuss. War da eine Munitionskiste? Schrotflinte, cool. Sagt er und starb. Die letzte Turbine ist erledigt. Der Sturmkern geht nirgendwo hin. Zeit, Oscar Espinosa einen Besuch abzustatten. Scheiße, ja! Los, hol ihn dir! Schnell! Kurz sie mal nachladen. Nehmen wir dich mit auf jeden Fall. Ich gehe rein. Ach da. Ach so. Oscar. Espinosa, geben Sie mir alles, was Sie haben, Sie verdammter Hurensohn. Rico Rodriguez, haben Sie denn einen Termin vereinbart? Haben Sie nicht noch was Größeres? Einen Augenblick, mal sehen, was ich so finde. Was haben wir hier noch? Vielleicht was zum Nachladen? Jetzt habe ich dich. Wollen Sie noch sinnlos opfern? Große Worte für einen Mann, der einen Bürgerkrieg vom Zaun gebrochen hat, sodass Bruder gegen Schwester kämpfen. Kann sie denn nichts aufhalten, Senor Rodriguez? Finden wir es heraus. Ihnen gehen die Handlanger wohl nie aus, was? Ich habe noch mehr als genug dieser Handlanger.
Geht doch. Was geht hier jetzt ab? Sieht so aus wie Sau. Rico, bist du doof? Ich will, dass du das ranziehst, Mann, Bro! So. Guten Tag, Senor Rodriguez. Einen Moment, ich muss das hier noch rausschicken. Ah, fertig. Nun haben Sie meine Aufmerksamkeit. Ich konnte leider nicht persönlich da sein. Ich habe ein Meeting mit Ihren alten Freunden von der Agency. Die Agency, mit der Sie meinen Vater ermordet haben. Ach, so ein Jammer. Ihr Vater und seine brillante Arbeit haben die Grundlage für Projekt Niapa geschaffen. Was Sie betrifft, der Vormarsch Ihrer Armee hat meinen Forschern Feuer unterm Hintern gemacht. Rico Rodriguez, immer im Dienst der Agency, ob bewusst oder unbewusst. Kriege ich auch einen Check? Hören Sie, ich werde gleich mein Ziel erreichen und muss jetzt leider Schluss machen. Ich werde Sie finden. Nein, werden Sie nicht. In wenigen Momenten spürt alles und jeder auf diesem Berg den mächtigen Zorn des Donnergottes. Wenn ihr alle tot seid, übergebe ich den Sturmkern an die Agency und zähle die Scheine. Sie freuen sich schon sehr auf die Lieferung ihres neuen Spielzeugs. Ihr Spielzeug geht nirgendwo hin, Espinosa. Der Kern war schon fertig aufgeladen, kurz bevor der Strom abgeschaltet wurde. Er startet in diesem Augenblick. Grüßen Sie Ihren Vater von mir, Rico. Bring uns runter. Rico, der Kern startet. Er wird jeden auf diesem Berg umbringen. Ich verbinde dich mit der Flugsteuerung, Mira. Schnell! Ist gesperrt. Wir können den Sturm nicht stoppen. Wie lautet Ihr Plan, Rodriguez? Gabriella? Ich bin offen für Vorschläge. Moment. Wir sind drin. Hab die Firewall ausgeschaltet. Ich werde doch nicht für den Stolz dieses Mannes meine Soldaten opfern. Aber können wir den Sturm stoppen? Nur Espinosa kann das tun. Gebt Rodriguez die Flugsteuerung. Dann kann er den Sturmkern aufs Meer lenken. Ich habe eine bessere Idee. Oh. Ich wusste, ich finde Sie, Oscar. Rodriguez, Ihre Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Hat mein Vater Ihnen das Motto der Rodriguez-Familie verraten? Über sowas haben wir uns nie unterhalten. Verarsch niemals einen Skorpion, sonst könnte es passieren, dass er sticht. Warten Sie. Warten Sie, wir können es reinigen. LOL. Geil. Ah, er ist tot. Wie romantisch. Ja, ich habe einen anderen Ziel von Romantik, was betrifft ziemlich schön spielen. Ich find's süß. Ah, wie er gestorben ist, wohl elendig verbrannt. Ich hoffe, dann noch ein bisschen gelitten. Das wäre romantisch. Ein paar Stunden später. Alle fit am Grillen. Müssen wir auch noch machen, das Jahr. Ich meine, siehst du, warum ich dachte, es wären Aliens? Das war doch ein UFO, oder nicht?
Du hättest sehen sollen, was da noch so alles war. Warte, was? Oh, sag's mir! Izzy, komm mal her. Das musst du probieren. Hey, ich bin Vegetarierin. Aber das ist amerikanisches Barbecue. Oh nein, nein, das ist kein amerikanisches Barbecue. Das ist Grillen. Nun, ein echtes Barbecue kommt aus dem Herzen von Texas. Genau wie ich. Verarsch niemals einen Skorpion? Vorhin hat Espinosa was gesagt. Mein Vater und ich waren immer nur Figuren in einem Spiel. Bewusst oder unbewusst. Glaubst du, das ist wahr? Es ist wahr, aber nicht in Solis. Also definitiv nicht in Solis. Die Zerstörung von Yappa wird teuer für die Agency werden. Alle Spuren führen zurück zur Agency. Das ist richtig. Kümmern wir uns um sie. Kümmern wir uns um die Agency. Verdammter Mistkerl. Okay. Bin dabei. Ich bin auch dabei, Rico. Wir sind dabei. Oh, Teil 5 angekündigt. Wir haben eine Armee. Nicht schlecht für den Anfang. Kommt, wir erzählen es den anderen morgen. Das Bier. Lass einfach das Bier da einzeln stehen. So, Serienwarner, das war Just Cause 4. Das ist als erstes erklärt der Game Director dran. Erstmal in ihn. Ihr habt Scheiße gebaut, und zwar richtig. Ne? Ich denke, die Steam Reviews sagen alles größtenteils negativ. Keiner empfiehlt das Spiel. Wenige empfehlen es. Avalanche Studios, ihr habt Scheiße gebaut. die Insel, das Design, mega. Story war in Just Cause 3 jetzt auch nicht wirklich relevant. Es ist Just Cause, ne? Da braucht man jetzt so Story-Wert legen. Was das Gameplay an sich betroffen hat und auch diese immense Munitionsknappheit permanent, das war echt widerlich stellerweise. War gut, okay, da hat irgendwo eigentlich Munitionsknappheit indirekt, man muss halt andauernd andere Waffen nehmen, aber warum lege ich auf eins eine Map? Warum mache ich sowas? Das ist doof. Ingame-Grafik, geil, war cool. Das Wasser war gerade hässlich. Ansonsten landschaftmäßig vom Aufbau her richtig cool. Da hätte man richtig viel rausholen können. Cutscenes, hundsmiserabel. Richtig scheiße. Fahrphysik war ganz cool. Ist halt Just Cause, ne? Wir brauchen jetzt hier nicht von dem Gran Turismo oder sowas reden, ne? Das sind zweierlei Paar Schuhe. Das geht nicht. Am großen Ganzen. Angucken kann man Let's Play, sage ich jetzt mal, aber selber spielen. Da muss man schon hart eingefleischte Just Cause-Fan sein. Ich bin ja schon beim dritten eingestiegen, muss ich dazu sagen. Aber der dritte war halt schon wirklich Benchmark. Also das war schon richtig eine Ansage. Aber der vierte, der hat es jetzt richtig verkackt. Also wenn der Dreier eine 1 hat, hat der eine 4. Weil einfach... Es war nicht so wie vorher und... Ich hab geguckt, Rico hat im Dreier so eher bräunliche Seite, ist auch der schwarze. Diese Grundstimme haben auch nicht gepasst. Gut, da weiß man nie, ob die Synchronsprecher dann keinen Bock mehr hatte oder nicht mitmachen wollte, ob man sich. Oder wenn sich Avalanche Studios wirklich so für andere entschieden hat, dann können euch eine Flosse schlagen. Aber ich hab ja an die Cutscenes gesetzt. Das war immer noch so ein Punkt. Die waren. Das war so hässlich alles aus, wie viele PlayStation 2 Stelle weiß. Echt? Da waren Cutscenes von Final Fantasy X. Von der PS2 besser wie das, was ihr in 2018 abliefert. Aber naja, im Großen und Ganzen war halbwegs spaßig.
irgendwo Spaß gemacht. Einige Stelle haben mich aufgeregt, das hat man natürlich deutlich hinbekommen. Sorry, wenn euch irgendwelche Unsicherheiten entstanden sind. weil es einfach. Ja. Und das mit den Tornados, das ist einfach nur als fuck unnötig gewesen. Wo will ich die Einsätze groß? Ich kann jetzt sagen, ja, ich schicke den Tornado dahin. Du hast das Ding halt aktiviert und ja, und dann jetzt folgt er einfach da was auf Schritt und Ritt. Komm mit, Fifi. Kann auch sein, ich habe die Sache an sich ein bisschen verpeilt. Weiß ich nicht. Nun ja. Gut, ich lasse die Credits durchlaufen. Es war mir eine Ehre, mich gespielt haben zu dürfen, auch wenn dieses Abenteuer jetzt eher war, ne? Und wir sehen uns definitiv in einer anderen Geschichte wieder. Und bis dahin, auf Wiederhören, sehen. Tschüss und schreibt gerne Kommentare, wie ihr es fandet. Tada, tschüss.